Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Wir können jetzt die Heizung, habt ihr gerade gesehen, ist gerade erst aufgeploppt, ne? Also was für ein Zufall. Und ich habe so ein bisschen Hunger. Die Frage ist, machen wir hier zurück oder gucken wir oben nochmal beim Krater. Mich würde es da oben eigentlich auch noch interessieren. Was sonst so da hinten, da wird es ja jetzt nicht mehr geben. Das Geheimnis davon haben wir ja jetzt. Vom Wasserfall. Und dann, ja, gucken wir mal da hinten. Jetzt geht es auch langsam los, dass wir die neuen Sachen bauen können. Da würde ich natürlich gerne gucken. Da wir ja jetzt so schöne Sachen haben hier. Aber hier gibt es ja nichts Neues, ne? Hier ist ja immer noch die gleiche. Denke ich mal zumindest. Rutschen hier einfach mal runter. Können natürlich auch durch die Pulsarhöhle zurück, wenn ich ein bisschen was zu futtern kriege. Das ist natürlich dann auch so eine Sache. Die können wir immer noch nicht abbauen. Ich weiß nicht. So war das, ne? Hier irgendwas, klar, ich kann mich teleportieren, ne? Das hilft mich, also hilft mir immer weiter. Aber wir wollen natürlich auch irgendwie ein bisschen was an Nahrung noch haben. Oh, ich dachte, hier wäre Nahrung drin, ne? So, und das hier nehmen wir noch mit. Das Zeolit würde mich eigentlich auch interessieren. Das hier ist jetzt nicht so super spannend. Auch so das ganze Tütenzeug und sowas, ne? Auch nicht so super spannend. Wie viele Tage ich auf diesem Planet verbracht habe, kann ich nicht mehr sagen. Erinnert sich meine Familie noch an mich? Ich vermisse sie so sehr. Ich vermisse an dieser Stelle alles, was kein roter Stein ist. Wartet jemand von mir zu Hause? Habe ich wirklich eine Chance, hier rauszukommen? Ich tue mein Bestes, um zu überleben und ich werde immer besser darin. Vielleicht kommt Hilfe. Vielleicht schicken sie ein Rettungsteam. Auf jeden Fall wird uns jemand suchen. Mich suchen. Okay. Oh. Kann ich den zwar nicht mehr... Doch, kann ich noch dran. Das ist doch eine neue Ecke hier drin, oder nicht? War doch vorher nicht, oder was? Jetzt nicht. Hier war ich eben auf jeden Fall und habe hier ordentlich Sachen abgeschmissen. Oh. Ja, Inventar ist voll. Ne, das brauche ich ja noch. Ne, hier die Kartuschen können raus. Den sollten wir mitnehmen. Essen wird wirklich knapp, ne? Wenn hier kein Essen kommt, dann wird's eklig. Ey, wir müssen denn die anderen Schiffe denn mal angucken, ne? Das hätte ich gar nicht so gedacht. Hier können wir auch noch was mitnehmen, da können wir noch was lesen. Ey, da gucken wir gleich mal nach. Ich gehe erstmal futtern und austauschen. Hier müssen wir echt noch ein bisschen gucken hier. Ich hoffe, ich finde den Ausgang jetzt hier. Ja, okay. So, dann kommt der Teleporter hier. Ja. Ja. So. Ich muss ja auch sagen, dass wir richtig viel gesammelt haben, ne? Ja, so, erstmal was essen hier, mal so einen Kürbis reinpfeifen. Vielleicht noch Pilz. Dann natürlich was zu trinken. Oh. Ja, ja, klar, ne? Wir haben ja jetzt hier ganz viel in Rakete investiert und da das, was wir eigentlich gesammelt haben, weggefeuert. Nicht nur eigentlich, wir haben das weggefeuert. Da kam natürlich ein bisschen was zusammen hier, ne? Oh hier. Yeah. Eigentlich viel zu viel von jedem. Muss man auch mal sagen, ne? Hier, die können wir auch mal rausnehmen. Ne, andersrum. Weil hier sind wir ja auch dem falsch, ne? Eieieiei, wir haben zu viel von allen. Außer das hier. Aber Tüte und sowas, Eisen, mh, ja. Da hinten haben wir doch, hatten wir da jetzt noch Platz? Wenn denn ein bisschen. Drei Stück. Drei können wir uns noch aneignen. Nee, so wollte ich es jetzt nicht.
Dann müssen wir hier wohl oder übel noch einen neuen Schrank bauen, ne? Also was heißt übel? Übel ist es ja nicht. 1, 2, 3. Ich glaube, 3 hat es gekostet. Dann müssen wir mal wahllos die neuen Bereiche denn absuchen, ne? So, jetzt kommt hier erstmal das hier und die Osmioden rein. Und da schon mal schönes. Ja, gut. Dann können wir hier jetzt den Rest auch noch reinballern. So, die Tüten noch weg. Der wird aber hinten auch voll sein. Auf jeden Fall. Ja, merkt dann, ne? Sobald man anfängt, hier ist man nur noch am Rumhusten und am Sniefen und ja, alt Mögliche, ne? Meint ihr hier oder backt hier? Ja, immer den noch nicht mehr hier. Dann kommt hier noch der Lürmersamen rein. Und dann ist das relativ gut. Ja, und dann geht es hier zurück. So, wir haben gegessen und hier getrunken. Essen können wir eigentlich immer noch was. Hält ja aber nicht so lange an. So. Ich weiß jetzt nicht, wo ich angefangen habe hier. Also wir waren hier hinten durch, glaube ich, ne? Da gibt es mehrere Gänge. Hier gibt es dann wieder Rakete ist immer wichtig, ne? Ich weiß nicht, Zylit jetzt vielleicht nicht so doll, aber Schwefel, warum nicht? Dann wenn wir schon mal hier sind. Oha. Nimm ich alles mit. Umsonst ist hier nichts. Das hier, die hat 400%. Ah ja, da findet man auf der Sendeversuch Nummer 90, 91. Okay, hier ging gar nichts mehr, ne, weil Antenne kaputt anscheinend und so. Hier sind wir lang geschossen. Ja. Wo komme ich jetzt? Hier. Sieht hier immer einer? Ich weiß nicht. Die Stickstoffkartusche. Das ist natürlich eine richtig coole Sache, ne? Den die hier mitnehmen? So. Was wäre, wenn ich für immer hier bleiben würde? Ich habe genug Eis zum Trinken gefunden und meine Ernte wird immer größer. Ich habe erfolgreich eine Energiequelle mit ein paar Sonnenkollektoren aufgebaut und zumindest für einen Moment habe ich endlich ein bisschen Komfort. Ich könnte mein ganzes Leben alleine verbringen. Braucht man Gesellschaft zum Leben? Werde ich alleine sterben? Irgendwas ist wirklich seltsam an diesem Planeten. Ich kann nicht sagen, was es ist, aber je mehr Zeit ich hier verbringe, desto mehr möchte ich bleiben. Unsinn. Ja, weiß man ja nicht, ne? Ob das wirklich so ist. Ach, die nimmer. Ach so, ist nicht leer. So. Mal, wenn ein Bedürfnis ja besteht, dass man hier irgendwo ist, dann ist ja auch so sein. Die Sauerstoffkartusche brauche ich ja nicht so. Ja, und von hier geht's ja los, ne? Da kann man wieder da lang. Oder hier lang. Hier waren wir ja drin. Ne? Oh, guti. Dann haben wir das zumindest erfolgreich. Ja, der hat ja ein bisschen hier gelebt, ne? Findet ja auch geil, dass wir unterirdisch bauen können und ich nicht. Aber hier war zumindest ein bisschen mal neu, ne? Das finde ich ja schon mal cool. Ja, jetzt natürlich hier irgendwie über den Rücken was anderes sehen könnten, was wir nicht tun, denn das ist natürlich auch eine tolle Sache. Irgendwo war hier der Höheneingang. Bin ich schon, weil das sieht dann gleich ganz anders aus hier. Jo. Und zwar so. Ja, wir werden ja so jetzt keine Pulsare finden hier mehr.
Ich will nicht vorstellen, dass hier jetzt irgendwas noch glitzern würde. Aber ich will die Schiffe denn noch mal ein bisschen durchsuchen. Ja, wenn wir schon mal sind, ne? Ich würde ja gerne doch noch hier alles mitnehmen. Weil, ne? Geschenktes Gaul. Richtig. Irgendwann können wir ja hier die Pulsare herstellen. Na so, dann gab es eigentlich da hinten jetzt noch so ein Teil, ne? Also hier hat er irgendwo mal Wasser aufgestellt, glaube ich. Hier so um die Ecke. Oder? War das hier nicht? Oh ja, so Magnesium, warum nicht? Ah, ich bin voll. War ich hier nicht mehr Wasser hingestellt? War hier nicht noch eine Höhle? Hier brauchte ich kein Wasser hinstellen, weil hier gibt es ja Wasser. Okay. Ja, aber dann einmal hinten noch gucken, würde ich gerne trotzdem. Aber lass mal hier bauen hier. Unser Teleporter, dann können wir gleich mal gucken, wie rum er steht, ist eigentlich ziemlich egal. Dann könnten wir dann gleich noch mal gucken, ey, pass mal auf, was kostet denn jetzt hier die Heizung? Shit. Aber vielleicht können wir ja ein paar davon bauen schon. Jetzt fehlen uns dafür, ja, nur. Und dann kann ich ja mal gucken, wie groß sie ist, ne? Wo war die jetzt da? Super Legierungsstäbe, oha. Dann haben wir ja jetzt nicht so viele, ne? Haben wir wirklich keine mehr davon? Nee, da nicht. Da auch nicht. Wer ist die denn her? Und ein Aluminium. Oh. Ist das natürlich jetzt nicht so geil, ne? Oha. Oha. Das ist aber jetzt eine andere Größenordnung hier. Muss ich ja mal ganz klar sagen. Besonders da ich die ja hier nicht mehr hinklatschen kann, ne? Hier war ja vorbei. Aber hier, ne? Oha! Was ist denn das für eine Heizung? Also, dass der Energielevel da noch so reicht, ey, ist ja was ganz anderes. So, Luftdruck. Oh, die macht sogar Luftdruck. Und 4,5 NK. Okay. Und was machen die anderen Heizungen hier? Ja, das ist ja ein Witz. Das ist ja absoluter Witz. Das ist ja mal eine Mega-Heizung. Da kannst du ja gar nicht miteinander vergleichen. Ah ja, müsste aber heizkraftmäßig das ordentlich gehen, oder was hier? Mal gucken. Wärme. Glaube ich zumindest, ne? Wo sind wir denn jetzt hier bei Sauerstoff? Nehmen muss Biomasse auch noch ein bisschen mehr. Wir sind jetzt nur bei, klar, Sauerstoff ist jetzt am meisten, ne? Aber Wärme, da müsste ja eigentlich ohne, aber jetzt mit Wärme und Luftdruck, das kommt ja denn schon. Wenn wir jetzt hier sagen, wir könnten noch ein bisschen was herstellen von den, ich gehe erstmal hier den Rest, Mutagene und so was wegbringen, aber wenn wir da noch vielleicht so eine Heizung 2, 5, 7 herstellen könnten, dann werdet ihr vielleicht die Wände quellen, ne? Mit unter anderem auch so eine richtig geile Sache. Nicht? Ob schon. So, hier hatte ich ja auch die Tüten noch drin. Ich habe ja hier ganz, ganz komische Tüten. Achso, und dann brauche ich ja von den Tüten nochmal dreimal 1, 2, 3. Siehst du? Und dann haben wir hier auch so ein bisschen Tütenplatz noch, ne? Zumindest drei Stück. 1, 2, 3. Und das nämlich schon mal hier wieder reingeordnet werden. So, ja, mit den Kartuschen, da bin ich jetzt noch mal gespannt. Ich mache die erstmal hier rein, weil ich nicht wüsste, wo ich die sonst hin machen kann. Also hier habe ich ja auch Kartusche. Den hier, den muss ich irgendwo mal bauen. Habe ich nicht irgendwo schon mal die ganze Collage hingebaut? Irgendwann mal, irgendwo mal.
Hier ist nur außen, ne? Hier ist ja eigentlich unser geiler Tower, ne? Den wollte ich irgendwann mal zu Ende bauen. Weil der eh nicht rein. Kann ich die auch hier außen bauen eigentlich? Oh ja. Ja, der fällt ja hier nicht weg. Wird so ein bisschen vergeudet hier. So, und dann haben wir hier gar keinen Platz mehr eigentlich. Natürlich hier auch nicht so. Da muss ich ja irgendwo reinkloppen, ne? Dann können wir die hier auch rausnehmen. Achso, der Zivit. Weg. Den hier wieder rein. Ein bisschen Ordnung, ein bisschen Kontenance hier. So. Und dann brauchen wir hier Superlegierung. Aluminium. Oh. Oh, oh, oh. Ich müsste dann mal Aluminium sammeln. Das geht ja gar nicht. So. Und was brauchte ich jetzt noch für die Heizung? Ah, die Stäbe. 3 Stück. 1, 2, 3. Das ist schon mal geil. Ey, da könnte ich ja Pflaster. So, nee, ich konnte ja nur einen Stab machen. Ey, da brauchst du aber ordentlich was. So, ja, dann bauen wir hier hinter noch eine Mega-Heizung. Noch eine. Aber das müsste doch jetzt meine Energie mal zum Schmelzen bringen, oder? Ja, muss ich ja sagen. Kann ja nicht immer jetzt gut laufen hier. So, und für die Energie haben wir natürlich eigentlich den hier, ne? Gut, das würde aber auch gehen. Oh. So, das haben wir. Da brauchen wir nur die Pulsare hier. Denn, ja, geht schon. Ja, aber wo baue ich den hin? Wo habe ich denn den letzten hin gebaut? Ich habe den da irgendwo. Ach, hier unten. Goodie. Jetzt ballert aber doch jetzt. Ah, ne, das sind die falschen. Boah. Ist das ein Heizwerk, ne? Alter Schwede, ey. Tschu, 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 tschu. So, aber das heißt trotzdem, ich brauche Superlegierung und Pulsare. Und Aluminium besonders, ne? Pulsare ist natürlich dann irgendwann, hoffe ich wirklich, dass ich die herstellen kann. Aber wo sind wir jetzt hier auf der Skala? Was kommt als nächstes? Da kommen ja die Fusionsdinger. Oh, die kommen bald. Die kommen zur nächsten Folge. Oh, dann können wir die. Ah, jetzt machen wir aber gleich am Wasserfall denn da hinten, ne? Das wäre gar nicht so schlecht. Und dann kommt ja auch bald der Aquarium. Dann können wir wirklich denn da Fische fischeln. So. Weil hier und hier sind wir ja. Ne, hier kommt noch der irgendwann bei 13 Luftdruck. Ja, das baut sich jetzt ja so langsam mit auf, ne? Da sind wir ja fast bei 8 Punkte. Da sind wir bei 100 hier, ne? Also wir haben und so was, das geht ja alles schon so. Boah. Ballert da schon gut rein. Ich würde gerne auch so mal so eine Tierrakete oder Pflanzenrakete. Guck mal, da sind 3000, da ist ja viel mehr, aber warum haben wir denn da. So, da ist schon Kilotonnen. Wir müssen Insekten da mal nach oben bauen, ne? Gab es dafür nicht auch eine Rakete? Jetzt, wenn ich da so stehe? Gab da hier so eine, oder? Nicht. Saatstreu? Das ist nur die Pflanzenrakete. Und das hier Drohnenvisualisierung. Kann man nicht hier, kann man nicht, ne? Ne. Zeigt Drohnen auf den Kartenbildschirm an. Aber ich habe doch gar keinen Drohnen. Ich. Gut. Nützt ja trotzdem nichts. Aber wenn wir jetzt hier. Aber die machen ja auch so, ne? Was macht denn hier am meisten Masse an Tiere, wenn wir schon mal dabei so sind? Also wir haben ja hier von den Tierdingern. Ne, die kosten ja nur Energie. Die machen hier zum Beispiel auch. Bauernhof im Freien. 15 Insekten und. Oh, hier, die Schmetterlingsfarm. Ist das hier ein Bienenstock? Die macht richtig viel anscheinend, ne? Sind sie Schmetterlingslarven hinein, um Insektenmengen zu erhöhen. Oh ja. Das macht natürlich, und davon haben wir so gut wie gar nichts, ne? Da haben wir hier vorne ein paar.
Aber viel, viel zu wenig, ne? Da haben wir letztes Mal das ein bisschen schleifen lassen. Kann das? Kann wohl. So, das heißt, ich baue Bioklumpen. Gucken wir gleich mal, dass wir das auf Vordermann kriegen. Jetzt haben wir da den nächsten. Ich wollte mit dem Teleporter, wir gehen dann dahin. Aber das lohnt sich natürlich auch, wenn wir die Brennstoffzellen haben und dann die Sachen öffnen können. Ne? Deswegen wäre als erstes, denke ich mal, so ein Bioklumpen ganz zu genießen. Pilz, Lithium, Wasserflasche. Hier haben wir ein paar Pilz. Oh. Oh. Immer die falsche hier drückt, ne? Pilz, Lithium und eine Wasserflasche. Der Wasser, das sollte jetzt nicht das Problem hier sein. Haben wir hier denn wenigstens noch ein paar Pilze? Okay, eine Pilze drin. Hier ist eine Aubergine. Wir pflanzen nur Aubergine. Auch kein. Hier ist noch ein Pilz. Alles Aubergine. Also Pilze, Lithium. Auch nicht mehr so viel, ne? Ja, so viel brauchen wir aber auch nicht. Und Wasserflasche. Zack. Zack. Ja, Wasserflasche müssen wir ja vorne. Wasser, ja. Hier. Da eigentlich auch genug. So, Bio. Bio. Das war denn schon? So, das können wir schon mal reinmachen. Den nehme ich an nicht. Das Wasser können wir hier vorne reinmachen. Ne, draußen haben wir ja noch. Muss ich jetzt nicht von hier klauen. So. Zylit und Dünger 2. Wir haben 6 Stück. Also jetzt bis hier kann ich ja wegmachen, ne? Ja. Zeolide. Und dann muss ich da natürlich auch Larven reinmachen, ne? Da. 120, 120. Dann sollten wir noch bessere Larven herstellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut. Dann wird das nicht mehr angefasst. Und dann muss ich jetzt mal gucken, wie es hier nochmal war mit den Dingsbums. Also hier können wir Insektenvermehrer. Boah, ich möchte das haben. Seltene Larve, Dünger und Mutagen 2. Eine seltene Larve. Wo habe ich denn die Larven alle hingeschmissen? Muss ich die finden? Seltene Larve, seltene Larve. Hast du eine seltene Larve? Nee. Soll ja mal gucken, ne? Ich glaube, ich habe da vorne noch ein paar drinne, aber ist ja jetzt nicht so viel. Die Frage ist ja auch, wie finde ich die? Nee, hier nicht. Hier? Nee, das sind nur die hier. Aber ich wollte ja so eine seltene Larve haben. Also eigentlich findet man die überall, wo man sie nicht erwartet, ne? Ich habe die hier oben immer gefunden. Oben lag meistens eine rum. Ich glaube, ich müsste ein bisschen warten, nicht immer so schnell hin und her zu machen. Ne? Oh, ich will diese Larven haben. Ist jetzt eine Larve hier? Siehst du, so schnell geht das schon, ne? 3 Punkte schon gemacht. Ich kann auch ein bisschen hier so sammeln, ne? Und ja, auch was. Oh, hier noch ein Ziel. Ja, wo sind denn die ganzen Larven jetzt hier? Ich glaube, ich muss mehr laufen. Ja nicht, dass es hier keine Larven gibt. Oh. Oh, Jungs, Mädels. Oh. Muss das alles wegmachen. Wo geht's denn los hier? Wo fallen die denn alle hin? Alle hier unten oder was? Boah, ich brauch den Stoff. Ach da.
Wollte ich schon sagen, wo ist denn die Superlegierung jetzt? Scheiß auf Nahrung. Zitter nicht so. Zitter doch nicht so. Kriegen die. Zittert der sie einen weg, ey. Oh, das ist nicht gut. Muss doch ein bisschen was sammeln hier. Oder halt weg ist, ne? Sollten ja 10 zumindest sammeln. Obwohl wir die schon haben, glaube ich. Ja, das ist eigentlich der schönste Regen, ne? Wenn mal Superlegierung runterkommt oder so. Man weiß ja nicht, ob sie das gefixt haben seit dem Update, dass das ein bisschen mehr mal geblieben ist, aber. War länger? Ne, scheint schon weg zu sein. Wir sind ja auch ein paar reingestürzt, ne? Ich weiß das, ihr braucht euch nicht wehren. Ja, die wehren sie alle. Guck mal, hier ist nichts mehr. Ne, gut. Dann war es jetzt schon, wie wir haben wir? Ja, so eine kleine schöne Ausbeute gewesen. Das ist doch gut. Wart uns den Gang da hinten in die Höhle. Obwohl der, sag ich mal, mit dem Teleporter auch kein großer Gang wäre. Ich glaube, den werden wir auch mal bauen demnächst, ne? Den guten. So, hier kommen wir noch nach oben. So, wir haben immer noch ja, unser Vorhaben, ne? Das werden wir auch machen. Wir haben jetzt so schön eingesammelt, ne? Erstmal Opa trinken, sonst sterbe ich hier noch weg. Gut. Ja, und da können wir dann beim nächsten Mal die setzen, ein bisschen Larve noch herstellen. Vielleicht finde ich hier noch ein, zwei, die hier rumkriechen oder sowas, weiß ich nicht. Und Superlegierung hinten auf jeden Fall nochmal abholen. Das wäre auch ganz nice. Nice Dicer. Und ja. Viel zu tun. Aber besser was zu tun als nichts zu tun. Magnesium brauche ich nicht. Das muss ich mir merken. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bitte. Ciao.